Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von God of War auf Herausforderung bzw. auf Schwer. Ich bin von Lyon, Gameplays als Hobby. Und ich habe jetzt meine Rüstung, ich glaube, ja. Die Rüstung habe ich jetzt auf, mein Gürtel habe ich jetzt auf Maximum. Das habe ich jetzt auf Maximum hingekriegt, da hatte ich die genügend Ressourcen. Dann konnte ich das hier einmal verbessern, aber meine Brustrüstung, dafür hatte ich jetzt noch nicht genügend Kram. Ich hatte jetzt aber auch ehrlich gesagt keine Lust mehr, weil mir ist nämlich noch etwas eingefallen. Die Feuerschalen auf diesen Türmen hier in Midgard. Da habe ich noch nicht alle angezündet. Und da ist mir so eine Idee gekommen. Vielleicht, wenn ich alle Feuerschalen anzünde, bringt es mir vielleicht irgendetwas gegen die Königin. Weil diese Feuerschalen nämlich die Namen der ganzen Walküren eben stehen haben. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Stehen die ganzen Namen drauf von den Walküren, so. Also nehme ich zumindest mal an, dass das irgendetwas zu sagen hat. Vielleicht erleichtert es dann, gegen die Königin zu spielen. Wir werden jetzt einfach mal überall die Flammen entzünden. Also, nachdem Rungir auf Tor gestürzt war, konnte niemand im ganzen Hofstaat den toten Steinriesen weghelfen. Tor selbst war auch nicht zu gebrauchen. Er war wie benommen und konnte kaum atmen. Doch keiner von Odins Männern war stark genug, um ihm zu helfen. Da kamen die Knirpse Magni und Mode, die beiden drei Käsebrüder. Und während niemand außer mir hinsah, schoben sie Rungir beiseite und befreiten ihren Vater. Der blondere Magni kassierte die ganzen Lorbeeren. Und seitdem wurde Modi von tiefer Verbitterung zerfressen. Aber das wisst ihr ja selbst. Okay, ich wollte die Geschichte zu Ende hören. Weil das ist mir jetzt neu, dass er auch wieder Geschichten erzählt. Und die wollen wir natürlich noch hören. Ich glaube, wir haben sowieso noch gar nicht alle Nebelrisse hier geschlossen. Okay, hier ist keiner mehr, aber wir machen jetzt mal die Dinger hier an. Noch ein Name. Hildur. Jemand, der die Walküren sehr liebte. Wer nur? Vielleicht die Königin? Ja, er hat jetzt auch schon die Königin erwähnt. Vielleicht passiert nämlich irgendetwas mit der Königin, wenn man alle Feuerschalen entzündet. Oder sie wird etwas geschwächt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kann alles Mögliche sein, was da passiert. Ich weiß es nicht. Das ist mir eben gerade in Nilfheim so in Gedanken gekommen, wie ich da so ein bisschen gesammelt habe und sowas. Mensch, da gab es ja noch was. Wegen den drei Nebeln in Nilfheim habe ich an die Nebel dann hier gedacht, dass ich hier auch noch nicht alle habe. Und dabei ist mir da eingefallen, ich habe doch jetzt alle Schiffrenteile. Da könnte ich doch jetzt mal gucken mit dem Feuerschein, ob ich da irgendwas machen kann. Oh. Der Drache, es ist Baldurs, nicht wahr? Ja. Und du hast ihn erledigt, um mich zu retten? Das war äußerst heldenhaft. Okay. Oh, das ist mir jetzt auch neu, dass da ja der Drache liegt. Was ist denn da im Wasser? Das heißt, da gehen wir dann auch nochmal hin. Wir entfachen jetzt erstmal hier noch das Feuer. Gelle, was einem noch gar nicht so alles aufgefallen ist. Oh, was haben wir denn hier? Mist, von hier kommen wir gar nicht da hoch. Schade, dass man nicht schneller paddeln kann. So, jetzt müssen wir erstmal da hoch. Yay. Mimir, warum hast du Odin gedient, wenn er so schlimm ist? Das ist mein Beruf. Und wenn man königlicher Berater werden will, dient man zwangsläufig auch mal dem einen oder anderen Irren. Es gibt nicht viele freie Stellen. Mein erster Herr war auch ein Scheusal, doch dank ihm lernte ich, wie viel man durch Scharfsinn ertragen kann, was mir bei Königinnen und Göttern zugute kam.
Ich war nicht viel älter als du, als ich anfing als Laufbursche und Hofner eines Feenkönigs. Nachts hatten meine Freunde und ich den Wald für uns. Gutfreunde nannte man uns. Wir waren schalkische Kobolde. Wir ergötzten uns an allerlei Unfug, foppten die Sterblichen, die dort lebten. Doch solange wir unseren Meister erheiterten, hatten wir nichts zu befürchten. Dann, eines Tages, war er nicht erheitert. Und ich zog besser weiter. Zum Glück haben mich die Zeit und meine vielen Reisen seither von jenem neckischen Streuner zu dem Ausbund an Tugend werden lassen, der ich heute bin. Okay. Interessant. Okay. Warum haben die mich so in Schach gehalten? Das gibt's ja nicht. So, ich muss irgendwie da hoch. So, jetzt müssen wir noch darüber. Ist wieder viel Arbeit. Okay, geht nur nach unten, wenn man da drüben haut. Mann, rutschen wir langsam, kommt es euch auch so langsam vor? Falls ihr euch wundert wegen dem Froschgeräusch, das ist meine Gruppenbenachrichtigung im WhatsApp. So, endlich drüben. Ich glaube, wir haben hier auch den Springer noch gar nicht besiegt, ne? Glaube ich. Ich glaube, hier oben wartet noch ein Springer auf uns. Tatsächlich. Tja, da würde ich mal sagen, es wird's mal Zeit, oder? Ich weiß gar nicht, kann man den betäuben? Bin fast tot. Noch ein Name. Ich hab's.
Ach komm. Ich wollte eigentlich ausweichen. Na gut, okay. So. Nebenbei haben wir die Dinger hier entfacht, okay. Okay. Dann können wir jetzt auf der Seite wieder runter. Mein Leben geht wirklich ganz langsam wieder voll. So ein bisschen. Aber noch viel zu langsam, um gegen die Königin anzukommen, glaube ich. So, jetzt muss ich allerdings auch nochmal nach dem Drachen hier gucken. Ob es hier irgendwas Neues gibt, aber ich glaube, da kommen wir gar nicht hin. Oder? Doch. Ich lasse einfach alles stehen und liegen. Gib mir Leben. Hier! Oh. Natürlich kein Leben. So, hier komme ich nicht hoch. Nein. Oh, es ist eine Weile her, wo man hier war. Immer diese ganze Arbeit, um hier wieder hochzukommen. Guck an, hier ist der tote Drache. Kann ich jetzt was machen? Tatsächlich, da liegt jetzt was. Drachentränen plus eins. Der arme Drache, der tut mir echt leid, da konnte ich auch nichts für. So, okay, Drachentränen haben wir gekriegt. Gibt es nicht mal noch mal irgendwo irgendwie Vasen oder sowas, damit ich Leben bekommen kann? Hey, warte auf mich! Okay, auf zum nächsten Turm. Das wird der da oben sein, genau. Zum Glück können wir jetzt die ganzen Runen lesen. Auch wenn wir nur von zwei Welten, anderen Welten die Runen bekommen haben. So, dann lesen wir vor, Junge. Noch ein Name. Olrun. Kann ich da rein? Achso, jetzt bin ich wieder hier. Ach, guck an, die Truhe da hinten habe ich noch gar nicht. Interessant. Und hier haben wir noch einen Nebel. Was wir noch nicht haben. Ah!
Danke! Den habe ich schon mal gebraucht, so langsam. Es ist vorbei. Geht doch. So. Wieder ein Riss mehr geschlossen. Könnte ja auch für irgendetwas gut sein. 16 von 18. Die Königin kommt ja auch aus einem Weltenriss. In Nilfheim haben wir auch noch 3 Weltenrisse zu machen. Vielleicht hat das was mit sich miteinander zu tun, wenn man die 18 von 18 haben von der Weltenrisse. Beziehungsweise bei den Valkyren mit diesen Feuerschalen, wenn wir da alle entzündet haben. Kann natürlich aber auch nur sein, dass es einfach nur Beschäftigung ist. Ich glaube, da oben habe ich auch noch einen Nebel, ne? Lichtalben Außenposten. Nö, hier habe ich keinen Nebel mehr. Hier habe ich noch einen Nebel. Kampftroll. Huch. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass ich hier den Weltenriss gemacht habe. Deshalb gehen wir jetzt doch auch nochmal hier hin. Mimir, wie hat es dich hierher verschlagen? Hm, noch eine Geschichte. Junge, es kommt eine Zeit im Leben eines jeden Mannes, da er seinen Namen ändert und nordwärts zieht, um neu zu beginnen. Wenn du lange genug lebst, um das mehrmals zu tun, endest du so weit nördlich wie hier. Als ich ankam, kannte ich Odins Ruf bereits und beschloss, mich als würdig zu erweisen, indem ich ihm etwas gab, das er zu schätzen wissen würde. Eine mystische Quelle des Wissens. Oder vielmehr eine Quelle des Wassers, an der genug mystische Pilze wuchsen, um einem Gott Visionen zu bescheren. Oh, er war zutiefst beeindruckt. Ich weiß nicht, ob das, was er sah, ihn dazu verleitete, sich die Augen ausstechen zu wollen, aber ich konnte ihn rechtzeitig daran hindern. Dann überzeugte ich ihn davon, dass ihm sein Opfer eine klare Sicht gewähren würde, bla 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 bla. Ich dachte, er hätte es nicht durchschaut. Aber an dem Tag, als er mir mein Auge nahm, war mir klar, dass ich falsch lag. Er wusste, dass ich ihn überlistet hatte, nannte es eine Lektion in Weisheit und heuerte mich an, damit ich von nun an auf seiner Seite wäre. Und für lange Zeit war ich das wirklich. Was nicht heißt, dass er keinen Groll mehr hegte. Okay. Interessante Geschichten. Oh, mein Leben war ja schon wieder fast voll. Konzentrieren, Junge. Huch. Puh, hier gibt's noch so eine Tür. Guck an, noch eine versteckte Tür. An die habe ich auch schon nicht mehr gedacht. Was haben wir denn hier? So, am... Was ist hier hinter? Eine Truhe. Das Rotschimmern hat mir mehr gefallen als das Grünschimmern. Das war's.
Na toll. Okay, dann geht's jetzt mal aufwärts. Hoch zum Nebel. Ich bin, glaube ich, voll den Umweg gelaufen. Ich denke zumindest... Nee, da oben ist der Nebel. Ja, habe ich noch nicht. Dann habe ich wohl richtig gedacht. Dann wollen wir mal. Ich hänge fest. Oh. Hä? Wo kommt der? Hat der mal runtergefallen oder was? So, Aufräumarbeiten hier. Legendär. 17 von 18. Magellos Wappen der Welt. Oh, das kenne ich noch gar nicht. Okay. Schade, dass uns der Weltenriss hier nicht mehr angezeigt wurde, weil manche wurden uns hier mal angezeigt. Das heißt, uns fehlt dann wohl noch welche. Eins, glaube ich. Ne, 9 von 9 haben wir hier bei See der 9. Midgard-Zusammenfassung. 9 von 9, okay. Gut, da haben wir hier wohl schon alles. Okay, darunter können wir, denke ich mal, nicht. Ich habe keinen Raben gehört, oder? Nee. Uns fehlt ja auch noch ein Rabe, ne? Beim toten Riesen. Dann hätten wir da auch alle. So, dann kämpfen wir halt mal schnell gegen diesen einen Troll. Keine Ahnung, warum mir das angezeigt wird, ein Trollkampf. Machen wir das halt mal. Mimir, ich verstehe trotzdem nicht, warum du Odin gehen wolltest. Damals war ich noch jung und besaß Ehrgeiz. Ups. Weißt du was? Ich erzähle sie dir später. Hä? Okay, hier kann ich die Fahrstuhl nicht runterholen. Müssen wir doch erst weiter. Ah, okay. Na gut, müssen wir doch erst den Trollkampf machen. Wir sprachen von meinem jugendlichen Ehrgeiz. Die Asengötter waren die mächtigsten Wesen, denen ich je begegnet war. Doch ihnen mangelte es an Strategie, Zielsetzung und weisem Rat. Das haben wir natürlich jetzt erst noch an. Konnte ich ihnen bieten. Und so fand ein Fremder von einer fernen Insel Odins Gehör und sein Vertrauen, das er sonst niemandem schenkte. Und solch eine Macht, das muss ich zugeben, Kleiner,
hat ihren Reiz. Ja, aber das war Odin. Ich habe nie vorgegeben, perfekt zu sein. Nur schlau und oftmals eher neunmal klug. Warum ist Odin so wütend auf dich geworden? Tja, lange Zeit war es meine Aufgabe, Odin zu unterstützen. Und darin war ich verdammt nochmal gut. Doch langsam erwachte mein Mitleid mit den Menschen der Welt. Und ich versuchte, ihn zu bremsen. Ihn vor sich selbst zu schützen. Indem ich dem Frieden diente, diente ich auch seinen Interessen. Doch er empfand das als Untreue. Ab da misstraute er meinen Beweggründen, wollte jedoch nicht auf meinen Verstand und Rat verzichten und so band er mich an einen Baum und quälte mich als Zeitvertreib. Na super. Ja, ein Glück, dass wir dir den Kopf abhackten. Ja, Junge. So ein Glück für mich. So ein Glück, dass man mir den Kopf abgehackt hatte. Okay. Okay, das hat wohl nicht gereicht. Wir werden noch ein paar gegen die Beine kriegen. Jetzt aber. Oh yeah. Oh, was haben wir denn hier? Nemeische Schmetterer. Okay. Mhm. Brauchen wir nicht, zu schwach. So, dann wollen wir nochmal hier auf den Turm. Hier können wir den Aufzug rufen. Kein Gegner hier? Nö. Gut, dann lesen wir einmal den Namen. Noch ein Name. Ha. Mehr sehe ich nicht. Wie sollen wir Feuerschein auf einen Turm entfachen, der nicht da ist? Okay. Das heißt, wir sollten vielleicht doch mit der Story erstmal weitermachen im nächsten Teil. Aber mich interessiert es eigentlich, wo ist der letzte Nebelriss? Oder Rissnebel? Welche Rissebegegnung gab es hier? 4. Midgard generell 9. Nilfheim. Ja gut, hier gibt es 3 Nebelrisse, aber das sind eigene Aufgaben eigentlich. Das ist komisch. Das kann natürlich sein, dass da der Weltenriss, wo die Königin herauskommt, dass das der letzte Weltenriss ist. Weil da wird einem ja erst angezeigt, wenn man alle Valkyren erlegt hat. Befreit hat, Entschuldigung. Erst dann erscheint ja dieser Weltenriss, wo dann die Königin rauskommt. Von daher kann der nicht auf der Karte zu sehen sein. Oder in der Statistik. Okay, da würde ich doch mal sagen, da machen wir doch erst nochmal so ein bisschen die Story weiter. Aber erstmal heißt es, das war's mit God of War. Auf Herausforderung bzw. auf schwer.
Wir sind bei einer halben Stunde angekommen und ja. Ein Teil mache ich noch. Und da machen wir, wie gesagt, die Story ein bisschen weiter. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder und ja. Schaltet wieder ein. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Klar, es wird momentan ein bisschen langweilig, nur diese Sammelaktion oder sowas, aber ich will die Königin erst platt machen, bevor ich das Spiel zu Ende mache. Aber ein bisschen Story können wir trotzdem noch machen. Ja, und ja, das war von der Gameplays als Hobby und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Teil. Auf Wiedersehen und tschüss.